Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 15. Januar. Unsere heutigen Siegel sind Vanita. Dann haben wir als zweites Symbol, das sich zeigt, Bayonada. Fortsetzung, es geht weiter. Und dann haben wir Ayuna. Wow, wunderschön. Ja, was soll ich sagen? Es ist immer wieder spannend. Heute geht es wirklich darum, dass wir über die Achtsamkeit, über das Erkennen dessen, was wir in uns tragen, wer wir sind, über unser Erbe, über das, was wir suchen, was schon längst da ist, dieses zu erkennen, in diesen universellen Frieden in die Einheit kommen. Es ist eine unfassbar anstrengende, herausfordernde Zeit, eine sehr anstrengende Energie auf allen Ebenen, was wir eben alles gemeinsam erleben, jeder für sich und wir als Menschheit, könnte man sagen. Und immer wieder uns bewusst zu machen, das fällt mir jetzt auch heute wieder besonders wichtig. Wir haben auch ganz verschärfte Maßnahmen bekommen, sogar eine Kontaktsperre jetzt wieder. Ja, so diese Trennung voneinander. Und dann gehen natürlich diese Gedanken der Ohnmacht, sind dann wieder da. Wir können das ja nicht ändern. Was können wir jetzt tun? Das ist das Außen. Und das andere ist, dass es ja ein Spiegel von all dem ist, was wir eben in uns tragen, von dieser kollektiven Ohnmacht. Und woher kommt die eben? Aus dem Gefühl der Trennung, von dem Gefühl eben nicht verbunden zu sein. Und das ist das, was wir wählen, wenn wir hierher auf die Erde kommen. Wir wählen diese Trennung, wir wählen das Getrenntsein, das Abgeschnittensein, nicht den Kontaktverbot, aber es ist ja spannend, was sich jetzt in der äußeren Welt, zumindest jetzt gerade hier in Spanien, zeigt. Und dieser Weg dorthin zurück in diese Einheit, in unserer Ayuna, in die Einheit mit Gott, dieses Erkennen, dass ich Gott bin, dass du Gott bist, dass wir Gott sind, dass wir niemals getrennt sind. Ich glaube, das ist die große Chance dieser Zeit. Es ist die Aufgabe von uns allen gemeinsam, diesen Erwachungsprozess zu gehen. Ich glaube und fühle, dass es das ist, was hinter diesem Erwachen steht, dass wir wirklich erkennen, wer wir sind und dass wir eben niemals getrennt sind von nichts und dass es auch nichts zu letzten Endes zu verbessern oder zu tun gibt in einem ganz großen Maße, sondern dass es wirklich ein Verstehen ist, ein Erfahren, vielmehr ein Erfahren dessen, wer wir sind. Und Vanita hilft uns eben dabei, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit, ja, in dieser Achtsamkeit zu sein, im vollen Gewahrsein unserer Sinne zu gelangen, unserer höheren Wahrnehmung, unserer Intuition, unserer Hellsicht, unserer Feinfühligkeit, eben die Art und Weise zu erfassen, wie wir diese Verbundenheit erleben. Ich glaube, darum geht das. Ja, ich habe es schon so oft gesagt, ja, die Tiere, die in dieser Verbindung einfach sind, die sich darüber gar nicht Gedanken machen müssen. Ich habe jetzt gerade neu die Zirbeldrüsenmeditation online gestellt in meinen Shop, weil es so wichtig ist einfach, dass wir unsere Zirbeldrüse, die bei Nichtgebrauch verkümmert und die Kinder im Alter von 7 Jahren noch voll entwickelt haben. Die sehen ja auch die Wesen, die wissen, oh, da ist ein Engel oder ah, da ist der verstorbene Opa. Und wir Erwachsene sagen oft, ey, du spinnst, da ist überhaupt gar niemand, das stimmt doch gar nicht und das macht mir Angst und was siehst du denn da? Und die Kinder sind einfach in ihrer Verbindung. Sie erleben sich in der Form nicht in dieser Intensität getrennt. Es geht Stück für Stück, Jahr um Jahr. Mit der Geburt beginnt die Trennung und dann wird diese Entfernung einfach von dieser Verbindung immer größer. Und eben unsere Zirbeldrüse verkümmert bei Nichtgebrauch. Und in unserer Zirbeldrüse, oder man sagt, das ist eben das Organ der Innenschau, mit dem wir eben diese Verbindung aufnehmen und uns bewusst machen, so könnte man es vielleicht, so kommt mir das jetzt gerade eben in den Sinn. Und Vanita hilft uns eben, diese sinnliche Wahrnehmung wiederherzustellen, unsere Zirbeldrüse beispielsweise zu aktivieren, zu vergrößern. So, ich stelle mir das immer so vor, dass wir, viele glauben ja, der Aufstieg ist, wir gehen in eine höhere Dimension.
Aber oder auch, wenn man channelt, dann ist man in einer anderen Dimension. Vielmehr geht es darum, unser Bewusstsein auszudehnen, zu erweitern und zwar so groß zu machen, dass wir der Himmel sind, dass wir die Erde sind, dass wir mit all dem verschmelzen. Und irgendwo da ist die Information, die ich suche. Wo ist gar nicht wichtig, weil ich bin ja so ausgedehnt, irgendwo wird es sein. Es gibt ja auch diesen Spruch, das Haus verliert nichts. Ja, wenn irgendwas, wenn man im Haus was verlegt hat und man findet es nicht mehr und glaubt, dass man es verloren hat, dann gibt es diesen alten Spruch, das Haus verliert nichts. Und so sind wir eben auch in diesem Haus unterwegs, in diesem all einen Haus, das eben nichts verliert, außer eben unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Und Vanita hilft uns dabei wirklich, diese sinnliche Wahrnehmung wieder auszudehnen. In diesem Bewusstsein dürfen wir wirklich dieses Siegel chanten, dass diese Achtsamkeit das ist, wer wir sind, dass diese Achtsamkeit, diese sinnliche Wahrnehmung, diese Liebe, diese Verbindung, ja, oder das Gewahrsein darüber, wo bin ich nicht verbunden, wo bin ich gerade, auf welchem Level schwinge ich, bin ich jetzt eher so in der Identifikation, eher in der Ego-Energie, in der Wertung, im Schlechtmachen oder bin ich in den höheren Bewusstseinsfeldern der Liebe und der Einheit unterwegs und dann mich wieder neu auszurichten. Und das verstärkt eben Vayunada, weil das ist, glaube ich, der göttliche Plan für uns alle zu erkennen, wer wir sind. Ja, ich sage das so oft, ich weiß, ich sage es jeden Tag und ich werde nicht müde, es mir auch selbst immer wieder zu sagen. Der göttliche Plan für mein Leben ist zu erkennen, wer ich bin. Weil dann, wenn ich erkenne, wer ich bin, nämlich das Licht inkarniert in einem physischen Körper, dann bin ich in dieser hundertprozentigen Verantwortung in dieser Schöpfermacht und eben kein Opfer mehr der Umstände. Ja, dieser Plan für mein Leben, für den Kosmos. Ja, der mein Plan ist dein Plan und der Plan des großen Ganzen. Und das jeden Namen kannst du hier stellvertretend einsetzen. Und der göttliche Plan ist für mich die Liebe. Ja, und das dürfen wir einfach annehmen, wenn wir wirklich auch unsere Hände auf unser Herz nehmen und ja, einfach, wenn wir atmen, einfach mal wahrnehmen, dass wir verbunden sind, ja, dass dieser Atem das ist, was jetzt geschieht. Du kannst nicht gestern atmen und du kannst nicht morgen atmen. Und viele Menschen haben ja gerade mit dieser Wahrnehmung, ich denke eben an eine E-Mail-Kommunikation mit einer ganz lieben Verbundenen, die einfach sagt, ich habe nichts, ich nehme nichts wahr. Und wenn du dann wieder sagst, atme in dein Herz, dann kriege ich schon Stress. Und das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht einfach nur darum, als es etwas ganz Natürliches anzunehmen, dass wir nun mal atmen. Und den Atem kann ich auch hören. Ja, ich kann den Atem, wenn ich kurzatmig bin und zu schnell gelaufen bin, dann bin ich außer Atmen, dann tut mir vielleicht sogar die Brust weh, weil ich zu kurzatmig bin. Ich spüre das, ich spüre meinen Atem und das alleine ist schon die Verbindung. Oder ich kann ihn eben hören, wenn ich laut atme. Na, wenn meine Tochter sich anstrengt, sie hat ein Referat neulich aufgenommen, das war so unfassbar süß, immer dieses... Da hat man so richtig gemerkt, so jetzt kommt wieder die neue Welle, der neue Schub. Und das ist unsere Verbindung, das ist unsere Anbindung. Das ist der Atem Gottes, der durch uns fließt. Und das können wir, glaube ich, alle annehmen. Und damit sind wir in der Verbindung, damit sind wir im Ayuna, damit sind wir die Einheit Gottes, eins mit Gott, die Einheit Gottes. Und die Illusion des Getrenntseins ist in diesem Moment überwunden, indem ich meinen Atem als den göttlichen Atem anerkenne. So einfach kann es sein. Und dann kann ich vielleicht einfach mal nur beobachten, wie ich denn meine Atmung wahrnehme, ob ich sie fühlen kann, ob ich sie eher höre, ob es mich eher anstrengt, ja, ob es was Leichtes ist, worüber ich nicht nachdenke. Das mir hat früher, diese Atemseminare haben mir immer Stress gemacht. Und mittlerweile genieße ich es, wirklich einen tiefen Atemzug zu nehmen, weil ich mich dadurch sofort verbunden fühle. Und es ist für mich so ein Indiz, in mir selbst Platz zu nehmen, wirklich Gott in mich hinein einzuladen. Ja, Gott in mir willkommen zu heißen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, wirklich dieses der Wahrnehmung, dass wir eins sind, der Wahrnehmung, dass wir eins sind. Das möchte ich jetzt so gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Vanita, Om Vayunada, Om Ayuna, Om Vanita, Om
Vayunada. Om Ayuna. Om Vanita. Om Vayunada. Om Ayuna. Om Vanita. Om Vayunada. Om Ayuna. Ich wünsche dir einen so wundervollen Tag in der Einheit mit Gott in dir. Und wenn dir dieser Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Gefällt mir. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.